Amor kommt hinzu. Amor lässt am Anfang des Spiels zwei Liebende vom Spielleiter antippen, die nicht ohne einander überleben. Stirbt einer der beiden, stirbt auch der andere. Die Liebenden werden nun angetickt von Amors Pfeil. Entschuldigung, das war sehr schlecht. Neuwahlen? Ich kam da nicht so ganz ran. Sollen wir halt nochmal machen? Ja, Mann, ja, Moment, lass mich doch kurz auslachen. Anja, Nina, also ernsthaft. Okay. Amor hat sich verschossen. Die Liebe ist verflogen. Niemand ist mehr verliebt. So, hat jemand was gespürt? Gut, dann erwachen erstmal die Werwölfe. Und die Werwölfe Hamburg auf Essen. Und die Werwölfe, ja, die müssen sich jetzt mal entscheiden. Die können nämlich, haben nur einen Werwolf-Koch dabei. Der kann aber richtig was Gutes was zubereiten heute Nacht. Da wird ganz was Feines. Ja. Da weiß ich jetzt auch nicht. Offenbar ist die Fleischtheke gefüllt mit leckeren Filets. Sag mal, es wird sich ja wohl noch mal für ein Stückchen Fleisch. Wo ist denn das Problem jetzt? Na siehste. Da haben sie sich ja doch noch mal entschieden und schlafen wieder ein. Und der Werwolf wacht auf, holt ihn weg und umarmt euch. Wo ist denn der Wolf jetzt? Komm. Schnapp ihn dir. Wachen wir auf. Und das Liebespaar umarmt sich freudig. Danke. Endlich können wir Liebe machen. Wir werden dieses Dorf alleine neu bevölkern. Yeah. Wir müssen einmal gucken, was ist gerade passiert. Was passiert ist, ist... Du kannst es einmal erklären. Ein hinterhältiges Schwein ist. Ach, Nils ist ein hinterhältiges Schwein. Das haben wir schon in der ersten Runde. Ich habe gesehen, wie er geblinzelt hat. Ja. Und du hast auch gesagt. Der Grund, warum ich erwischt wurde, ist, weil ich zwei Wölfe davon überzeugen musste, dass ich gesehen habe, wie er blinzelt. Ich habe es gesehen. Und ich habe fünfmal gesagt, nein. Blinzel er. Und Nils, nein, wir nehmen Walle, der mit der Mütze so da sitzt. Ich so, nein, der hat geblinzelt, ich hab's doch gesehen. Aber Nils hat auch gesagt, der hat geblinzelt. Ja, wir konnten nicht mit Walle Mütze im Gesicht an. Machen, ihr habt beide gesagt, die haben geblinzelt. Er hat die Mütze gesehen, er hat den scheiß Bayernhut. So, wie soll er blinzeln? Ich hab es gesehen, die Augen waren offen, sie haben mich angestrahlt die ganze Zeit. Ich saß da, eine Stunde lang hab ich geguckt, wie er geblinzelt hat. Und du musstest es, weil du verliebt bist in Florian. Ja, du hättest auch mit mir gewinnen können, aber du wolltest lieber als Liebespaar gewinnen. Nein, und du hättest als Dörfler mit Simon gewinnen können. Und hast dich auch entschieden. Nein, wenn Florentin stirbt, gehe ich ja mit down. Und du, weißt du was? Du dann hätten die Wölfe gewonnen. Du regst dich auch gewonnen. Nein, du regst dich drüber auf, aber du hättest ja auch auf die Idee kommen können, wenn Nils Florentin auf keinen Fall töten möchte. Ich hab dir vertraut. Ja, vielleicht bin ich ja durch die Liebe gezwungen. Du hättest doch selber, weil ich dich vertraut habe, wie dumm ich bin. Nein, du hast einfach gedacht, dass wir Liebende sein können. Das stimmt, da habe ich dich dran gedacht. Aber du hast als
wir hier diskutiert haben als Werwölfe, eine halbe Stunde gefühlt. Du hast gesagt, nein, Blinzel, der hat geblinzelt. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, okay. Ja, natürlich, Valiens, ich muss euch daran hindern, dass ihr Florentin killt. Weil ich will, glaubst du, ich töte mich doch nicht selber. Und dadurch hast du mich getötet, weil er es gemerkt hat, wie ich hier rumgefuchtelt habe. Ja, aber ich finde es auch krass, dass du zweimal schon Wolf warst und so, das ist alles so. Hat mir nichts gebracht, weil ich zweimal von meinen Wölfen in den Stich gelassen wurde. Und zweimal war Nils auch Wolf übrigens. Zufall? Gut. Nee, nicht Zufall. Du wusstest ja nicht, wer Wolf ist, ne? Oder warst du das? Also ich hatte Eddie gesehen, und dann später habe ich dich auch gesehen, dachte mir, ich bin safe, ich werde nicht sterben. Liebes Partner ist Werwolf. Und dann dachte ich, Florentin, möglichst viele Bürger raushauen, bevor noch der letzte Wolf fällt. Florentin auf jeden Fall, Kai, also vom Blinzeln hat er aber geguckt. Und dann, irgendwann habe ich geguckt, weil ich wusste, er würde mich nicht töten. Dann kann ich einfach. Ja, stimmt. Florentin, ich habe mich noch einmal angeguckt, wo ich denke, okay, was für ein Move. Ich habe das nicht gesehen, weil ich konnte mich nicht nach da drehen. Weil Florentin hat die ganze Zeit einfach richtig und normal geguckt. So hat er gemacht. Nein, das stimmt nicht. Wir haben uns doch einmal komplett angeguckt, wo ich dachte, okay, was macht der denn da gerade? Ich konnte dich nicht verifizieren, weil ich konnte nicht nach rechts gucken. Weil das ist ja auch nicht deine Schuld, Janine. Ich habe ihm ja dann auch geguckt. Aber ich habe dich in der ersten Runde verloren, ey. Ich verstehe nicht. Ich habe das nicht gecheckt mit diesem Armor-Ding. Und ich habe nicht verstanden, warum Nils mir nicht vertraut, weil ich wusste ja, was ich gesehen habe. Und dann hast du. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist der irgendwie ein bisschen leicht. Irgendwie vielleicht hat er so einen Nervous Breakdown oder so einen Schlaganfall oder die Augen zittern. Und dann habe ich nochmal so geguckt, das war zu lange da, und dann hat er wirklich die ganze Zeit so gemacht. Das Geile war auch bei Gunnar. Gunnar, ich zeig auf Florentin und Gunnar so, zeig auf und ich so, nein. Und dann geht er auf Simon und ich so, what the fuck, ganz außen. Amors Kumpel. Der Liebeswolf? Nein. Amos Kumpel, der Liebeswolf, hat seinen ersten Pfeil. Amos Kumpel, der Liebeswolf, sieht einfach nicht so richtig. So, die Kommunikation zwischen Liebe und Wolf ist nicht so richtig. Also, wer zuerst vom Liebeswolf angetippt wurde, woher sollen wir das wissen? Der ist doch egal. Also was? Na gut, okay, scheißegal, dann ist es jetzt ein Ménage à trois. So. Das ist jetzt also. Seid also vorsichtig. Oh. So, der erste Liebende wird angetippt. Öffnet die Augen. Der zweite Liebende wird angetippt. Öffnet die Augen. Die Liebenden erblicken sich. Haben sie sich erblickt? Finden sie sich ein bisschen geil? Ja, ist klar, läuft. Gut. Hat gerade irgendjemand gezt? Man muss auch ein bisschen ausschmücken. Meine Herren. Nein. Ja. Nein. Oh, Eddie. Oh, die Dörfler gehen auf. Das Dorf macht sich fein. Es fehlt nur der Ede, denn Ede ging ein. Das ist ja ein richtig toller Spruch. Du fragst, wie ist das passiert? Nee, ich bin ein Amor. Du bist ein Verliebter? Ich bin ein Verliebter auch. Um Gottes Willen. Oh nein. Jetzt muss jemand mit in den Tod reißen. Was? Wen? Oh nein! Wollt ihr mich verarschen? Nein! Du bist sogar schon indirekt. Nein! Oh Gott, nein! Mann! Oh, Donny ist der New Marco, oder was? Und Donny wollte so gern mitspielen. Mann! Es läuft alles rund, doch sie holten den Mann aus dem Hintergrund. Gut, als erstes erwacht der gute alte Armor und sucht sich zwei Liebende aus. Amor schläft ein, die Liebenden. 3, 2, kein Plan. Eins. Ich auch nicht, kein Plan. Tot! Ah, warte! Weiß. Viermal weiß. 1, 2, 3, viermal weiß. Wen das hast ich, du? Den wer ist denn weiß? Lars. Den Bösewicht. Lars. Haben wir noch was anderes außer Lars? Ich hab aus Versehen Donny, aber ja. Aus Versehen Donny. Alles klar, viermal Lars. Ich würde sagen, Lars. Spaß mit Lars.
Spaßmittel. Ein guter Name für die Sendung. Ja. Und? Okay, jetzt ist Bias oder war es nicht? Na, er stirbt ja noch. Lass ihn erstmal kalt werden. Ist er jetzt endlich auf dem Feuer? Wie blöd ist das schon? Nein! Was? Nein! Wie blöd bist du denn? Was? Ich hab gedacht, ich sehe dich. Hat er gegen dich gestimmt? Hat er gegen dich gestimmt? Alter, Donny. Donny, ich dachte, Julia ist weiß. Nein. Ich sehe doch nur weiß. Nein, Donny. Ich sehe nur weiß. Weißer, roter. Ja, ich habe Julia gewählt. Ich glaube, es hat trotzdem gereicht. Hätte wahrscheinlich trotzdem gereicht. Julia, wie wahrscheinlich? Drei waren es dann. Drei waren es. Wie kannst du gegen deinen Arm? Nein, ich habe gegen Julia gestimmt, dass ich es weiß. Ich dachte, wir haben was Besonderes zusammen. Als so viele weiß ich waren. Ich sag mal, dieses Kartensystem, viel besser wieder zeigen. Nein, ich will's los. Ich hab Julia gestimmt. Aber trotzdem ist egal. Du bist jetzt trotzdem tot. Scheiße. Du bist jetzt trotzdem tot. Ich spiel jetzt auf diesen Platz. Ich spiel ihn wieder. Ich mochte ihn so gerne. Der war ein guter Spieler. Das hat den so vergrault. Schlaf hier. Amor ist wach und bestimmt zwei Liebende, die mit einem Pfeil durch ihr Herzen gestochen werden. Diese sogenannten Liebenden öffnen nun die Augen, damit sie sich einmal in die Augen schauen können. Sie öffnen die Augen, damit sie sich in die Augen schauen können. Nein, Entschuldigung, Amor ist natürlich jetzt nicht mehr, hat nicht mehr die Augen auf. Aber ist egal, weil Amor. Amor kann gucken eigentlich. Amor kann natürlich gern zugucken, aber natürlich wissen jetzt die anderen nicht, wer jetzt Amor ist und wer die Liebende sind. Es ist jetzt nicht so Polyamor, ja? Also. Amor macht die Augen nochmal wieder zu. Meine Güte. Und nur die Liebenden haben jetzt die Augen auf. Nein, nein, wir haben das schon richtig verstanden. Ja, ja, okay, also ich erkläre es nochmal. Wenn ich sage, Amor öffnet die Augen und bestimmt die Liebenden, dann öffnet Amor die Augen und bestimmt die beiden Personen, die sich verlieben. Danach verlässt Amor quasi den Körper des Dorfbewohners und er schließt die Augen und nur die beiden Verliebten behalten die Augen offen, damit sie sich gegenseitig erkennen können. Amor hat mit dieser Beziehung nichts zu tun. Super sad. Aber die Verliebten wissen jetzt ja auch, dass Amor ein guter ist. Wenn die Verliebten wissen, wer Amor ist, ist doch scheiße. Jetzt, da die Verliebten wissen, wer Amor ist, wissen sie, dass er kein Wolf ist. Wollen wir da nochmal neu mischeln? Nö. Nee, dann machen wir nicht. Ich denke, dass. Es versendet sich einfach. Oder hat irgendjemand Einwand und möchte neu spielen, weil er eh wieder auf gar keinen Fall ist? Nein, alles klar. Killen wir eh. So. Nein, das Regie ist völlig falsch, was du sagst. Wir haben das Problem. Mach Ohr raus. Wir haben das Problem schon erkannt hier und gebanished. Regie ist Werwolf. So. Längste Nacht der Welt. Ach, ich schwitze auch total. Ich ja, so komplett. Als nächstes erwacht der Seher. Der Spielleiter ist verwirrt. Was ist hier los? Egal. Als nächstes erwacht halt der Seher. Hm? Was?
Nochmal? Ja, der Seher ist noch nicht so richtig erwacht gewesen. Jetzt ist er richtig erwacht. Gut. Okay, dann ist die Nacht jetzt vorbei. Aber ich möchte kurz wissen, was da passiert ist, wieso du Amor und der Seher warst. Du hast meinen Fuß getroffen mit diesem Stock und ich dachte, ich wäre ein Verliebter. Wer war denn Amor? Kein Plan. Onkel. Wieso hast du denn die Augen aber nicht aufgemacht? Hab ich gemacht? Ich hab dir doch gezeigt, wer die Verliebten waren. Okay. Blöd. Und wieso hattest du dann die Augen auf? Weil mein Fuß mit diesem Stock gehauen wurde und ich dachte, ich hab dich nicht gehauen. Ach so, Alter, und deswegen wusste ich meinen Schuh getroffen. Ich hab dich doch nicht gehauen. Ach, dann später hab ich, als ich hier gegengehauen hab. Das weiß ich nicht. Das kann sein. Ich hab das nicht verstanden. Und Maxi hat mir mal gesagt, nein, Peter ist Amor. Und ich dachte, was ist denn jetzt? Ich dachte, du bist einfach, ich schwöre dich mal nach. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt nicht so. Danke, Uke. Sehr gerne. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch und ich hoffe, ihr habt nicht so sehr geschwitzt beim Zugucken wie wir beim Spielen. Und wir lassen uns jetzt alle noch mal eine Runde von Recon ablecken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Du bist ein Macher. Du bist einfach ein Macher. Hörst du jetzt mal auf?